Ja, ziemlich verregneter Tag heute. Viele Termine, ich stehe erstmal NTV auf dem Plan und mal gucken. Heute Nacht gab es eine böse Überraschung, da ist wieder in Amerika einer zurückgetreten und ich merke, ich bin wieder drum. Also wir wollten spannender Tag an der Bahn gehen. Der Rückblick von Cohn, der hat natürlich jetzt heute ein bisschen auf die Märkte gedrückt. Das ist der Handelskrieg, der wird doch intensiver mit Amerika und das macht ein bisschen nervös. Mal sehen, wenn die 12.000 hier hält, ist alles okay, aber wenn die 11.900, 12.000, wenn das durchbricht, dann kann es schnell nach unten gehen. Mal sehen, im Moment sieht es so stabil aus. Mal gucken, was der Tag bringt. So, jetzt gehen wir erstmal zur NTV, da haben wir jetzt gleich Marktausblick. Mal gucken, welche Themen wir heute diskutieren. Wird sicherlich einiges zu quatschen geben. Moin Jungs! Moin, Moin. Moin. Servus! Moin. Moin. Jetzt kannst du rausgehen. Jawohl. Hallo! Grüß dich! Dirk! Hey! Hallo! Ja! Und am Ende wird das allen ganz, das heißt, so 10 Minuten Schnipsel rausgemacht. Einfach nur so mit kleinen Impressionen und irgendwie was. Wir haben es eigentlich gehofft, also wir hatten die Bewegung des Abläufes, wie wir es gesehen haben in den letzten zwei Wochen. Ich wünsche dir was. Hey, so das neue Büro und das hier waren jetzt wieder meine Büros, aber jetzt haben wir das Problem, dass die Büros komplett umgebaut. Hier wird alles neu gestartet, neu umgebaut, das heißt, bis wir wollen. Hier sind wir jetzt notdürftig für die nächsten Wochen unter. Hi Frankie! Und ja, da werden wir auch raus müssen, das heißt, jetzt müssen wir alles rumrangieren, müssen wir alles mobil gestalten, jetzt alles irgendwie improvisieren und in den Rollschrank, damit wir hier raus können, neu ins Büro rein. Wenn hier renoviert wird, dann geht es wieder eins weiter, also hier wird so Tetris gespielt wie in Rollen. Und das ist halt eben alles ein bisschen improvisiert, aber geht ja heutzutage alles elektronisch und WLAN macht es möglich. Das war ein spannender Tag, das war erstmal schwach angefangen, aber es stabilisiert sich schon wieder. Wichtig ist, dass die 12.000 hält, so 11.850, 12.000, das hält wichtig. Mal gucken, wird auf jeden Fall ein spannender Tag und natürlich noch ein spannendes Wochenende. Also solche Märkte entscheiden sich in der Regel dann immer Donnerstag, Freitag. Also Mittwoch ist das so ein halbgarer Tag, aber jetzt hat sich schon wieder ein bisschen stabilisiert gegen den Schreck heute Nacht aus Asien. Ja, kleinen Gruß von der Börse. Heute Morgen gab es eine ganz schöne Überraschung. Der Cohn trat zurück in Amerika. Der Protektionismus geht weiter. Der Goldman Sachs-Mann verlässt das Boot und es hat heute Morgen erstmal für Unruhe gesorgt. Beruhigt sich aber schon wieder. Wird auf jeden Fall ein spannender Tag werden. Mal sehen, ob die 12.000 hält. Neuen Handelstag. Ja, gestern Abend war es eine ganz schöne Überraschung oder heute Nacht. Als Gary Cohn zurückgetreten ist, wenn wir es denn je getan haben, soll eine Plutokratie, die inzwischen zur Kleptokratie. Jetzt für mich wieder das ganz Besondere los, wo ich mich riesig drauf freue. Semmelkonzert, der größte Konzertveranstalter in Deutschland, er kam auf mich zu, ob wir nicht die Börse auf die Bühne bringen wollen. Und ich habe es angehört, mir was einfallen lassen und jetzt starten wir damit. Das heißt, im Oktober ist dann das Motto, lass den Bullen los und dann bringen wir die Börse auf die Bühne für Einsteiger, für Leute, die anfangen wollen, in Aktien zu investieren, mit allem, was man dazu braucht, von wie geht es überhaupt, auf was muss ich achten, was brauche ich und wie mache ich die wenigsten Fehler. Über die Medien und da bin ich immer sehr gespannt, was sie uns vorhaben.
Ja, guck mal. Ja, bleiben im Ball. Unbedingt. Absolut. War ganz schön. Also, ja, das hat riesen Spaß gemacht. Schöne Sache und es wird bestimmt ein spannender Film, einfach mal solche Themen in der Gänze zu besprechen und nicht nur in 1,30 erklären wir die Welt, sondern wirklich mal Dinge auszuformulieren und im Zusammenhang zu sehen. Das macht durchaus mal Spaß und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Film ausgeht. Spannende Themen, die am Ende tatsächlich, ja, was darum geht, was hält die Welt zusammen, was treibt sie an, was kann der Einzelne verändern und wer hat eigentlich die Macht. War spannend, hat auch mir Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es rauskommt. Aber jetzt sind wir spät dran. Jetzt müssen wir uns wieder spulten, weil unser Termin in Hohenberg erwartet schon. Wieder gute Gespräche. Da ist immer wieder, jeder hat eine andere Sicht auf den Markt, jeder sieht das, sieht Details anders und kommt dadurch sofort zu anderen Ergebnissen. Also unglaublich spannend, sich da auszutauschen, dass man nicht in seine Gedanken einfährt. Sowas macht immer sehr, sehr viel schlauer und man bekommt auch mal andere Sichtweisen. So, Heimflug. Noch kein Feierabend. Aber jetzt noch ein schönes Abendessen mit den Kollegen, die letzten Gespräche, was man mit irgendwann Feierabend.